Ich heiße Rita Reichmuth und bin Shiatsu-Therapeutin und Komplementärtherapeutin für Shiatsu. Ich habe 1995 die Shiatsu-Ausbildung abgeschlossen und ich habe nach wie vor noch fest Freude, dass ich diesen Beruf ausüben kann. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist meine Berufung. Also, ich habe ganz verschiedene Menschen, die zu mir kommen, mit verschiedenen Anliegen. Und das ist auch das Interessante daran, dass jede Begegnung ist wieder neu ist. Und ich tue auch die Behandlung ganz individuell auf die einzelnen Menschen abstimmen. Das ist also nicht irgendeine Routine, die abgeht. Und das macht es auch so interessant und abwechslungsreich für mich, wirklich zu schauen, warum kommt jemand auch. Zu hören, was die Leute für ein Anliegen haben und dann meine Therapiestunde genau auf die Menschen abzustimmen. Also Shiatsu ist einfach wunderbar. Es ist sehr schön zu machen und es ist aber auch schön zum Empfangen. Und was mir ganz wichtig ist, ist so, mich gut mit mir, mit meiner Mitte zu verbinden und so übers Herz mit meinen Händen im Kontakt zu sein und dann die Hände den Körper spüren und wirklich hinlassen und schauen, was braucht es da. Also auch die Qualität der Berührung ist sehr wichtig. Wirklich auch spüren, wo es darum geht, in die Tiefe zu gehen oder wo es eine feine Berührung braucht, dass es in die Tiefe gehen kann. Wo ist es lebendig? Wo ist es eher ruhig? Da kann ich mich entspannen und wirklich meine Hände zuschauen. Ich arbeite ja nicht nur mit den Händen, einfach meinem Körper zuschauen, wie dem anderen Körper begegnet. Und was das Besondere ist, dass ich Shiatsu, also Körperarbeit, auch mit der Persönlichkeitsentwicklung kombinieren. Und mit Persönlichkeitsentwicklung meine ich, dass so der Wesenskern, der manchmal wie unter Schichten verborgen ist, dass man den kann wie auswickeln kann und dass der Mensch immer befreiter sich fühlen kann und befreiter leben, also befreiter sein eigenes Leben leben kann.